EU wurde am 17. Mai 1865 gegründet als internationaler Telegraphenverein und ist damit nach dem 1863 gegründeten Internationalen Komitee vom Roten Kreuz die zweitälteste internationale Organisation. Heute hat sie als UNO-Sonderorganisation 191 Mitgliedstaaten. Ladies and gentlemen, good afternoon. And welcome to this celebration of ITU's 150th anniversary. On behalf of ITU elected officials and myself, I want to express my heartfelt appreciation to our member states, represented here by honorable ministers, ambassadors, councillors. Heuer wird das 150. Gründungsjahr der Internationalen Fernmeldeunion gefeiert, der internationalen Organisation, die die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zur Verbesserung der Nutzung der Telekommunikation fördert, den Ländern der Dritten Welt technische Unterstützung bietet und die Harmonisierung der nationalen Politik begünstigt. Verschiedene Persönlichkeiten, die zur Modernisierung der Telekommunikationstechnologie beigetragen haben, wurden in Genf mit Preisen gewürdigt. Für den Ausgezeichneten ist zum Beispiel Martin Cooper, der für die Entwicklung der ersten Mobiltelefone im Jahr 1973 verantwortlich zeichnete, oder Robert E. Kahn, der eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Internets spielte. Er entwarf sozusagen den digitalen Rahmen für die Interaktion unterschiedlicher Informationssysteme. Thank you.